Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Rot, nehme ich an. Ich weiß immer noch nicht genau, wie ich dieses Projekt nennen soll, aber ich nenne es jetzt einfach mal Pokémon Rot, bis ich einen besseren Titel habe. Und ich glaube, das werde ich ja auch so weiterziehen während der nächsten paar Aufnahmen. Ich möchte jetzt hier versuchen, was zu fangen, aber noch nicht gegen den Rivalen kämpfen, weil der könnte ja sonst was haben. Mal sehen, was wir hier antreffen. Ein Viscogun! Auf Level... Oh Gott, auf Level 2. Oh na, oh Gott, hätte ich das gerne. Tackle. Oh Gott, hätte ich das gerne. Oh Gott, hätte ich das wirklich gerne. Oh mein Gott, das wäre... Oh mein Gott. Nein, nicht kritten. Tackle. Okay, mehr kann ich nicht machen. Okay, wir haben 11 Pokébälle. Oh mein Gott, hätte ich das Pokémon gerne. Komm schon. Oh mein Gott, wir... Viscogun! Leute! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist perfekt. Oh mein Gott, ist das perfekt. Kein Eintrag. Naja, macht nichts. Kein Spitzname, nein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warum konnte ich jetzt einfach so fangen mit einem Pokéball? Das kann Blubber. Das ist doch schon mal was. Ich meine, ich bin völlig zufrieden. Bin völlig zufrieden. Was gibt es denn hier noch? Lass mal sehen. Ein... Hier hat es Voltolos gegeben. Ernsthaft jetzt? Warte, ich besiege das mal. Low Kick! Hier hat es echt Vol... Warum mache ich so wenig Damage? Mache ich mit Donnerschock mehr Damage? Ist zwar Step, aber... Ne? Oh mein Gott, Voltolos! Ich meine, gegen Viscogun, ich möchte überhaupt nichts sagen. Da bin ich völlig dabei. Nee, da bin ich voll dabei. Aber ein legendäres Pokémon wäre auch cool gewesen. Ich hätte es zwar eh nicht fangen können, aber mein Gott. Ja, Gifloa. Ja, ist halt ein Gen 1 Pokémon, ne? Aber... Wer hat auch gut gewesen? Nein, Gifbruder. Low Kick. Ich mach kaum Damage. Das verdammte Gift. Ja, mach das halt nochmal, du Idiot. Ich besieg's mal. Sollte eigentlich gute Erfahrungspunkte geben. Das kann nur Giftpuder, oder? Das ist ja doof, ne? Und? 126 Erfahrungspunkte, ist gut. Ich werde jetzt meine Pokémon kurz heilen gehen. Und dann nochmal kurz nachsehen, was es da gibt. Ich meine. Da gibt's Voltolos. Wie geil ist das denn? Noch 17 KP? Ich meine, wenn jetzt mein Elevoltik wegstirbt, ja, dann kotze ich einfach mal spontan. Aber das passiert nicht. Aber Viscogun, Leute, ich meine. Nee, das ist. Mehr als das ich mir erhofft habe. Jetzt ganz im Ernst. Ich liebe Viscogun. Damit haben wir ein starkes Drachen-Pokémon. Aber es kann doch nicht alles gewesen sein. Ich spüre, dass da noch mehr ist. Ganz im Ernst. Aber dafür werden wir... Nee, wir werden... dich an die erste Stelle packen und dann auswechseln. Ich meine, eigentlich möchte ich dieses Let's Play relativ schnell durchspielen. Andererseits möchte ich das auch auskosten, dass hier so viele verschiedene Pokémon sind, ja. Ganz im Ernst. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich hoffe es doch sehr. Was haben wir noch? Das ist Bright! Oh, der ist Bright! Wie super! Oh, wie super! Wumpel! Tackle! Wumpel sollten wir eigentlich... Das war ein Crit. Oh Gott. Viscogun. Ist gar nicht mal so gut. Wadenschuss, okay. Komm, jetzt besiege es bitte, ja? Danke. Ich mag den Sprite ernsthaft von Viscogun. Was gibt's denn hier noch? Wir haben noch nichts zweimal gesehen, oder? Oder doch?
Weiß ich nicht mehr. Was zur Hölle bist du? Und ein Tandrak! Oh mein Gott! Drache Gifts! Das wäre halt quasi. Ja, beinahe noch besser gewesen, aber. Biskogun, ich meine, ich liebe es, ganz im Ernst, ich liebe es. Oh mein Gott, was gibt's hier für coole Pokémon? Ich wollte eigentlich den Donnerschock einsetzen. Aquaknarre, okay. Es kann noch bessere Attacken als mein Drachen-Pokémon, mein Gott. Ah, gegen Drachen ist es nicht sehr effektiv. Nicht gut. Was kann ich denn sonst noch machen hier? Quick Attack. Okay, das reicht. Oh, yes, Level 3. Und hier kein Level Up, okay. Was? Wie viele Pokémon gibt's denn hier? Das ist ja unglaublich. Das ist ja echt unglaublich. Was haben wir noch? Was zum... Gelatini? Ich meine... Oh nein, Eis-Pokémon, oh nein. Wir wechseln. Ich glaube, Gelatini kann noch nicht viele starke Eisattacken, aber ist mir egal. Wir haben Pokémon nicht verlieren. Low-Kick! Ich meine, wir hätten einen Voltolos bekommen können, wobei... Ich hätte es eh nicht fangen können. Machen wir uns da mal nichts vor. Ja. Deswegen, ich meine... Ich bin wirklich und sowas von zufrieden mit Viscogun. Im Ernst, das ist fantastisch. Nochmal Gelatini. Haben wir jetzt alle gesehen? Wir gönnen uns mal was, oder? Wir werden uns noch 5 Pokémon ansehen. Noch 5, okay? Und ich wäre sogar... Soll ich unseren Gegner herausfordern? Soll ich wirklich? Ich meine, Elevoltec, ja. Das kann einige coole Attacken und so. Ich denke, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Wobei, noch ein Level wäre ziemlich cool. Level 10, ja. Komm, wir sehen uns noch... Sagen wir mal 3 Stück sehen uns doch an, oder? Ja, wir entscheiden spontan. Nochmal ein Giflor, das hatten wir. Das hatten wir. Oh, ich habe Drachen im Team, Leute. Das ist fantastisch. Und Aquana und Elevoltec. Ich meine... Das... Oh, Megasauger. Auf Level 4 Pflanze sollte... Ja. Halten wir aus. Donnerschock! Na, das war ein Crit. Oh nein, Giftpuder. Oh, geht daneben. Fantastisch. Ja, wir brauchen 3-mal Donnerblitz. Aber ist völlig okay. Nein! Oh nein! Nicht paralysiert. Megasauger. Es darf nicht schief gehen. Wenn ich jetzt Elevoltec verliere, ja. Ich meine, ich habe dann immer noch 2 coole Pokémon, aber... Ne? Und der Starter, den möchte ich dann schon drin behalten. So. Ich muss wieder zurückrennen. Oh, Level 5. Perfekt. Absorber, da ist doch mal was. So, und ich glaube, ich schneide jetzt das mal kurz. So, da werden wir wieder. Wir machen noch 2 Kämpfe, oder? Ja, komm, wir machen noch 2 Kämpfe. Wir haben noch... Okay, jetzt haben wir scheinbar alles gesehen. Ja, jetzt haben wir scheinbar alles gesehen. Oder bin ich wirklich bereit, gegen unseren Rivalen zu kämpfen? Ja, komm! Ich meine, das Ganze ist gerandomized. Der kann... ein Hornyu haben zum Beispiel oder noch schlimmer, ein Safcon oder ein Kokuna, ja, komm. Das kriegen wir hin. Oh. Diese Viecher halten so viel aus, ne? Das ist doch nicht schön. Das ist echt nicht schön. Donnerschock. Und paralysiert, sehr schön. Und voll paralysiert. Ja, Elevoltec als Start-Pokémon, ich meine, das ist halt... Nein! Das hat wirklich einen Gewinn. Besonders, weil es immer angreifen kann, trotz der Paralyse und sogar noch ein Crit landet. Und Level 10, das wollte ich noch erreichen. So, wir gehen uns nochmal kurz heilen. So. Wir nehmen natürlich Elevoltec nach vorne. Ich sagte Elevoltec. So. Und dann sehen wir mal, was unser Rivale für Pokémon hat. Und da ist er auch schon.
Hey, Johnny, na, wie sieht's aus? Bist du in der Pokémon-Liga? Vergiss es, du brauchst ganz viele Orden und so weiter, ne? Aber jetzt bin ich erstmal dein Gegner. Lass mal sehen, ob deine Pokémon stärker geworden sind. Na? Zwei Pokémon, ein... Oh, Galapafloss. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Unter anderem Typ Wasser, ja. Auf Level 9 ist es Vieh. Oh, das ist gar nicht gut. Auf jeden Fall das besiegt. Und ein... Was? Das ist interessant. Da gab es Voltolos und das ist jetzt, Boreos, ne? Boreos ist einfach vom Typ Flug, deswegen sollten wir das eigentlich hinkriegen. Ja, oh. Nicht ganz, aber fast. Völlig okay. Nein! Hör auf damit! Hör auf damit, du Haufen Scheiße! Das war jetzt nochmal knapp. Ich meine, das war ein legendäres Pokémon. Verdammtes Boreos. Aber wir haben unsere Rivalen geschlagen. Sehr schön. Ja, yeah, wow, das war nur Glück, ne? Ja, leck mich doch. Leck mich doch. Geh weg! Ja, ja, wir werden uns wiedersehen, aber wir brauchen erstmal Orden dafür. So, und jetzt habe ich ein kleines bisschen Angst. Ich setze mal eine Potion ein für unser Elevoltec. So. Und dann sehen wir uns noch... Ja, kommen noch zwei Pokémon an. Ja, noch zwei. Gifloor? Mein... Okay. Dann sehen wir uns noch eins Pokémon an. Wie gesagt, ich habe so das Gefühl, hier gibt... Oh Gott, jetzt war ich zu schnell. Ich habe das Gefühl, hier gibt es noch mehr. Ich habe echt das Gefühl, hier gibt es noch mehr. Aber vermutlich täusche ich mich. Ich bin schon paralysiert und... Oh nein. Lass das jetzt. Wir hätten noch zwei Pokémon besiegen. Das ist das erste. Keine Sorge. Ja, bist du dumm oder so? Nein, nicht mehr paralysiert sein. Komm schon. Ja, guter Damage. Und noch einmal, komm. Du kannst mich nicht besiegen. Und Donnerschock. Das ist doch gut. Nein, oh nein. Nicht Megasauge. Bitte. Einmal angreifen, danke. Und das war's. So, wie gesagt, noch ein Pokémon sehen wir uns an. Und dann können wir unseren Weg fortsetzen. Swift. Was ist Swift nochmal? Bin ich mir nicht ganz sicher. Was, ich hab... Oh, ich hab zu schnell gedrückt. Aber den Silberblick, den brauchen wir eh nicht. Somit völlig okay. So, letztes Pokémon. Diese Route... Ja. Ja. Okay, gut. Völlig okay. Jetzt habe ich schon wieder die falsche Attacke eingesetzt. Was mache ich denn immer? Ja, ich bin zu nervös. Man kann hier viel zu schnell drücken. So, und weg mit dir. Das war jetzt auch ein bisschen Glück, denn... Ja, die Paralyse wirkt noch. Ich weiß, ihr habt jetzt in diesem Part nicht allzu viel gemacht, aber hey... Wir haben ein sehr cooles, neues Pokémon dazu bekommen. Unseren Rivalen besiegt und mal gesehen, was es so auf diesen Routen alles zu holen gibt. Unter anderem legendäre Pokémon. Und das ist doch ziemlich, ziemlich gut. Ich denke, den Vertania-Wald werden wir heute nicht mehr betreten, weil... Wie gesagt, ich würde mir eigentlich gerne Zeit lassen. Um, ja... Möglichst möglich viel Pokémon zu sehen, ja. Ich denke, das wäre ziemlich cool. Aber bis dahin werden wir noch gehen, bis zum Vertania-Wald. So, der betrunkene Typ hier, der ja im Original wirklich betrunken ist, steht uns nicht mehr im Weg. Hier ist jetzt eine neue Route, ja, Route 2. Und hier könnten wir uns theoretisch sogar noch was fangen. Oh, wir können uns hier noch so was fangen. Und zwar hier. Wie gesagt, Nuzlocke-Regeln, das erste Pokémon, das auftaucht, können wir uns fangen. Und wir kriegen... Ein Phlegmon. Ich meine... Ich werde es mir fangen, klar. Oder ich werde es zumindest versuchen. Aber... Tackle... Ja, okay, passt. Ich hoffe, ich besiege es nicht damit. Nee, ich sollte ich eigentlich nicht.
Okay. Okay. Wir nehmen Fleckmon mit. Völlig okay. Nicht das, was ich wollte, aber hey. Hauptsache ein neues Pokémon. Wir spielen Nuzlocke und somit könnten wir jedes Pokémon gebrauchen, das wir finden können. So, Dopey. Ja, was auch immer. Gut, Leute. Wir gehen hier durch. Und hinter der nächsten Tür wartet der Vertaniawald auf uns. Aber da werden wir noch nicht hingehen, denn, ja, die Zeit ist um. Wir sprechen nochmal mit allen, ich weiß nicht genau weshalb, aber... Hier werden wir starten im nächsten Part mit gehaltenen Pokémon. Vielleicht ist Aquana dann auch ein bisschen gerevelt, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, Leute, für heute war es mit Pokémon Rot. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!